Der Unfall ereignet sich in den frühen Morgenstunden in einem Waldgebiet in der Nähe von Fulda. Nach bisher vorliegenden Informationen will der Fahranfänger einem plötzlich vor ihm auftauchenden Reh ausweichen. Durch den Reflex verreißt der 22-Jährige das Lenkrad, der Wagen gerät ins Schleudern, kommt von der Straße ab und knallt mit hohem Tempo gegen den Baum.